12 Sekunden. 15.113 Sekunden. Bald geht's los. Diome, das soll die Karte reichen. Die Karte? Das meint, die Karte müsse dem davon haben. Oder Eumelos. Oder Eumelos. Eumelos. Ist Eumelos nicht tot? Nein, ich bin hier. Die Karte! Na also. Ich wette, Odysseus verändert schon wieder was am Ablauf. Ich finde, er macht das ganz ausgezeichnet. Wir belagern seit 12 Jahren diese Stadt hier. Und du sagst, er macht das ganz ausgezeichnet. 12 Jahre. Die Schuld liegt im System. Das ist die Monarchie. Sind ja auch fast nur noch Weichlinge in der Truppe. So kurz vor Ende. Da wird man schon ein bisschen nachdenklich. Was machen wir eigentlich, wenn wir aus dem Pferd raus sind? Wenn wir Troja eingenommen haben? Ich nehme an, wir fahren dann wieder nach Hause. Mein Gott, wird das seltsam. Wenn wir wieder zu Hause sind. Seit Jahren nichts als belagern. Im Grunde kann ich außer Axt, Schwertkampf, gar nichts. Das ist alles gut bei dir, oder? Odysseus lässt fragen, ob die Abteilung Anke vollzählig und einsatzbereit ist. Wer ist die Abteilung Angriff? Keine Ahnung. Ich frag besser nochmal nach. Wer ist die Abteilung Angriff? Und warum wir im Krieg sind, das weiß doch mittlerweile auch keiner mehr so richtig. Zunge fühlt sich so komisch an. Jetzt reißt euch mal zusammen. Beide. Stand. 15.412. 15.413. Waren wir da nicht eben? Nein. Meine letzte Angabe war 15.113. Oder 14. Jetzt sind wir aber bei... Moment. 17. Ich... Heißen. Moment. Was heißt? Nix.
kommt mit. Männer, in 200 Sekunden geht's los. Du sollst mitkommen. Mitkommen. Jetzt schlägt's aber 13. Jahrelanger treuer Dienst und dann das. Was will er denn? Ein ärztliches Attest? Ja, mich wundert in diesem Laden hier mittlerweile gar nichts mehr. Hey, ihr seid griechische Helden. Helden. Helden, Helden, Helden. Das wüsste ich aber. Nachtblind bin ich auch. Wenn wir da gleich rausgehen, mein Lieber, dann wünsche ich dir viel Glück. Trojaner, Grieche, Grieche, Trojaner, wer weiß das da noch schon so genau? Oh mein Gott. Das wird furchtbar. Das wird in der Tat ganz fürchterlich. Lidaneid haben sie gesagt. Ruhm und Ehre haben sie gesagt. Ich gehe da nicht raus. Ich gehe da nicht raus. Ich werde da nicht rausgehen. Jetzt bin ich ruhig. Ich weiß auch nicht genau warum. Aber irgendwie finde ich es hier drin. Mit dem Holzgeruch. Ohne Kerzen. Wir brauchen einen Arzt. Weihnachtlich. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Du bist der Arzt. Das überrascht mich jetzt auch ein wenig. Wups. Das ist mir jetzt aber arg unangenehm. Schrecklich. Wenigstens ist er jetzt ruhig. Wie kannst du sowas nur sagen? Das ist mir jetzt aber sehr peinlich. War das überhaupt nicht? Ja, natürlich du. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass er sich offiziell für die Gruppe geopfert hat. Für die gemeinsame Sache. Denn auf die Art, wie es passiert ist, hat ja keiner so recht was davon. Sag mal, ey. Wo ist denn eigentlich der Kopf? Männer, in 30 Sekunden geht's los. Oh. Macht euch bereit. Antiklos ist tot. Antiklos ist tot. Was? Er hat sich für die Sache geopfert. Welche Sache? Eigentlich bin ich gar kein Grieche, sondern Assyrer. Mütterlicher Sache. Griechen. Unsere große Stunde ist gekommen. Oh. Wir sind auserkoren, Geschichte zu schreiben. Jahre des Kampfes und der Entbehrungen neigen sich dem Ende zu. Streitet mit mir. Für uns. Für Griechenland. Hinaus! Wer muss denn als erstes hinaus? Vielleicht sollten wir erst Antiklos rauskippen. Mal sehen, was passiert. Wer weiß, wo die uns abgestellt haben. In Ordnung. Lasst Antiklos als erstes raus. Den Kopf? Oder den Torso? Oder beides? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch das Letzte.
Das ist sowas von feige. Wie bitte? Also ich bin da ganz bei Echion. Das ist ganz, ganz schlechter Stil. Wie könnt ihr es wagen? Das ist euer Heerführer. Du hörst jetzt mal auf, Odysseus in den Arsch zu kriechen. Echion soll sofort hierher kommen. Nämlich ein bisschen eng hier. Ruhe! Sofort! Ich werde als Erster rausgehen. Öffnet die Klappe. Öffnet die Klappe. Welche Klappe?